Hey ho und willkommen zu Alan Wake Remastered. Ich hoffe, es gefällt euch und ihr habt Spaß daran. Und dann geht's auch schon los. Los, lauf! Oh, was haben wir hier Schönes? Es gibt keine Aufzeichnung darüber, wann Bright Falls als namenloser Handelsposten gegründet wurde. Die eigentliche Stadt entstand, als die Bright Falls Mining Company 1878 in der Gegend ihre Tätigkeit aufnahm. Zu dieser Zeit entschlossen sich die Trapper Hubert Biltmore und Amos Granderson, ein Pionier aus Tacoma, ein Postamt, ein Saloon und ein Hotel zu bauen. Alles im selben Gebäude. Diesen beiden Männern ist es zu verdanken, dass Bright Falls zu der beständigen und florierenden Stadt wurde, die sie heute ist. Das sind wohl die zwei. Und ja, das sind halt Jäger. Oh. Trust no one in the dark. Los, ab geht's. Ich hab gesehen, was ich sehen wollte. Da. Ein Schritt weiter. Au. Ah, die lädt auch viel schneller, die dicke. Die gute, dicke Lampe. Hier sehe ich jetzt nichts. Weiter. Das klingt nicht gut. Wir können durch den Buchladen. Hey, Wheeler sollte hinten auf dem Hof auf uns warten. Ruhe, verdammt, oder ich rufe den Sheriff. Ah, du mich auch. Oh, hi, Doc. Alles unter Kontrolle, keine Sorge. Sarah, wird auch Zeit, dass jemand auftaucht. Dieses ständige Geballere in die Luft ist idiotisch. Es wird noch jemand erschossen. Und das am Hirschfest. Ich weiß. Gehen Sie wieder ins Bett. Da hat er recht, Wake. Hören Sie, diese Stadt schafft das nicht. Sie wollen mich. Je eher ich verschwinde, desto früher kehrt für die anderen Normalität ein. Ich hoffe, Sie haben recht. Los, lassen Sie mich diese Tür öffnen. Halt, haben Sie die Schlüssel zum Buchladen? Gut, Sheriff zu sein. Eine Frau muss sich zu helfen wissen. Okay. Das ist halt wirklich Sheriff. Sie hat halt einen Schlüssel überall hin. Finde ich jetzt nicht ungewöhnlich. Die nutzen das wirklich aus, dass sie hier sind, Wake. Ich habe gehört, dass die viele von ihren Alex Casey Büchern verkaufen. Gerade bin ich kein großer Fan meiner Romane. Glaube ich. Cynthias Arbeit. Cynthia Weaver arbeitete hart und befolgte ihre zwanghaften Rituale. Manchmal wehrte sie sich, fügte sich aber immer. Sie spukte durch das verlassene Kraftwerk von Bright Falls. Markierte Vorratskammern mit lichtempfindlicher Farbe, die nur jene sehen konnten, die vom Dunkel berührt und vom Licht errettet worden waren. Wie sie. Sie bereitete alles für den Krieg vor, der bevorstand. Der Krieg zwischen den Mächten von Licht und Dunkel. Wow. So, diesmal gehe ich hier aber einfach hoch. Weil ich es kann. Okay. Hier ist halt einfach nichts. Na gut. Dann hoffe ich doch einfach mal so spontan, dass auch bei dem anderen Ding nichts war, einfach nur. So. Buy three, pay for two. Na? Halt, da ist ein Pfeil. Ich
Ich muss da mal kurz. Wow. Ja, Wake. Ist er das vielleicht? Es ist der Weg zum Hubschrauber. Das kann gut sein. Dieses Atmen ist schon sehr special. Ich weiß nicht, wie dieses Atmen zustande kommt. Sehr interessant. Oh. Das hat sich gedreht, das gefällt mir nicht. Komm, wir können weiter. Ich hab, was ich will. Ja. Na, schlag mir doch nicht die Tür vor der Nase zu. Das ist nicht nett. Da sehe ich nichts. Da sehe ich Sachen. Okay. Da sehe ich ein Schränkchen. Okay. Das habe ich alles voll. Ist da was drin? Manuskriptseite. Barry im Warenhaus. Im Warenhaus von Bright Falls erhob sich Barry wieder und klopfte sich den Staub ab. Neben den Dosen mit den gebackenen Bohnen war ein geschlossener Behälter mit Leuchtpistolen. Und gleich in Reichweite stand eine Tonne mit Brechstangen. Barrys Lächeln wurde breiter, als ihm klar wurde, dass dies die klassische Filmszene war, in der der Held sich bis an die Zähne bewaffnet. Barry ging in der Rolle voll auf. Der übertreibt's doch wieder und stirbt am Ende. Ich sehe den schon sterben. Church. Hier ist nix. Ist sie in die Kirche? Kann ich in die Kirche? Mach mal auf. Ich werde Pastor Howard wegen diesem Schloss noch was erzählen. Ich habe ihm gesagt, er soll es reparieren. Ja, ist jetzt ungünstig. Aha. Oh. Nur noch eine. Ich krieg dich. So, nicht Freundchen. Ah, jetzt kick die Tür auf. Okay, ist offen. Na los, Wake. Was? Wow. Die lassen wir in der Nacht vom Hirschfest immer an. Die ganze Nacht. Aha. Wieso? Tja, das ist Tradition. Tja, Traditionen sind Traditionen.
Mal hier genau hingucken. Okay, auf den Bänken liegt nichts. Ja, auch nicht. Ja, eine Kugel halt. Halt. Da haben wir noch was. Das Dunkel jagt Wake. Damit das Dunkel die Freiheit erlangte, musste der Schriftsteller die Geschichte beenden. Immer wieder erlaubte die Handlung, dass es ihm frustrierend nahe kam, ohne ihn fangen zu dürfen. Es war an das Manuskript gebunden. Doch es konnte den Schreiber indirekt jagen, andere auf ihn hetzen und die aufhalten, die ihm helfen wollten. Das Dunkel übernahm alle und machte sie zu Marionetten, die es auf Alan Wake hetzte. Okidoki. Wir sind fast da. Wir müssen durch den Keller zum Parkplatz. Ja. Der Weg durch die Gruft ist eine ausgesprochen schlechte Idee. Könnte man so sagen. So, ich sollte die ja mal nachladen. Nehmen wir aber trotzdem erstmal die wieder. Okay. Ja, dann, Madame. Du kannst natürlich auch ganz langsam hinterherkommen. Jawohl. Jawohl. So weit. So gut. Hier kann ich nicht aufmachen. Auch nicht wirklich was. Ne, jetzt lass mich durch. Ich bin hier der Schriftsteller. Ich habe Vorrang. So. Tür. Hören Sie den Notruf gehört? Wow. Der hat wohl das Licht gesehen. Würde ich behaupten. Hat euch nicht gefallen? Anspruchsvolles Publikum. Tja, ich hab noch mehr. Was? Wofür die Weihnachtsbeleuchtung? Zum Schutz, Mann. Wie Knoblauch gegen Vampire. Vampire. Aha. Zum Helikopter müssen wir über den Parkplatz und den Hügel rauf. Na los. Also die Lichterkette wird jetzt nicht so viel bringen, aber die Stirnlampe ist natürlich echt schlau. Und hätte ruhig ein paar von mitbringen können. Gucken wir mal hier. So, ne, hier ist nichts. Aha. Gucken nochmal hier, was wir mitnehmen können. Das Warenhaus von Bright Falls ist von nun an mein liebster Ort auf der ganzen Welt. Seht ihr diese Stirnlampe? Das ist wie Superkraft. Ich muss nur eines von diesen Dingern ansehen und sie sterben. Das ist mein flammendes Auge von Mordor. Ja, aber die hatten da bestimmt nicht nur eine liegen. Betreten. Ja. Hey, ich will auch eine Stirnlampe. Die letzte. Mistkerl. Erzähl nicht. Alice wird im Dunkel gefangen. Alice hatte geschrien, bis sie keine Stimme mehr hatte. Um sie herum war die Dunkelheit mit Leben erfüllt. Es war kalt und feucht und bösartig und ohne Ende. Sie war eine Gefangene, inhaftiert an diesem finsteren Ort. Der Schrecken hätte ihren Verstand ausgelöscht, doch eines ließ sie durchhalten. Sie konnte Alan in der Dunkelheit spüren. Sie konnte ihn hören. Sie konnte die Worte sehen, die er als flackernde Schatten niederschrieb. Er spürte sie auch. Er versuchte, zu ihr zu gelangen. Okay. Klingt nicht positiv. Was steht denn hier im Wald rum? Es gibt hier einen Weg. Hinter einem Baum vor dem Dunkel verstecken ist nicht sinnvoll. Wenn dir jemand einen Schulbus vor den Latz knallt und du dich zu jemandem in den Hubschrauber setzt, der vielleicht gar keinen Pilotenschein hat, dann bist du abreisebereit. Ach
Gleich kommen welche. Ja. Weiter geht's. Ich hab, was ich wollte. Mr. Kettensäge. Ich werde mich nie daran gewöhnen. Ja, ist jetzt auch nichts, wo man sich gerne dran gewöhnen möchte. Gibt's ja wenigstens was? Nö, die Tür steht einfach offen. Okay. Sehe ich hier irgendwas? Müssen wir mal gucken, wegen Pfeile und so. Ist gleich da vorne. Ich brauche etwas Zeit, um den Start klar zu machen. Beeilen Sie sich. Ich will hier endlich weg. Ich sehe keine Bemalungen, nichts. Also alles gut. Da liegt irgendwas. Da liegt noch was. Hier gibt's mehr. Okay, wie viel? 18. Da kann man auch mal wieder die... Ah, interessant. Das klingt nicht gut. Okay.
hab. Einfach zu Weaver, Chef. Du setzt alles auf eine verrückte alte Lady, Al. Ich hoffe, du liegst damit richtig, sonst ist diese Stadt verloren. Gut. Und schon bin ich wieder alleine. Und ohne Knarre. Hey, wir müssen diese Dinger loswerden. Wir treffen unsere Knochen. Oh. Komm. Eine Knarre wäre geil. The Darkness. Ah ja. Da steht noch mehr. The Darkness. Rears her face. Okay. Muss die Kette kaputt kriegen. Ich musste was mit der Kette tun, um die Tür zu öffnen. Halt. Ja, aber was? Als hätte jemand geklopft. Ah ja. Eine Knarre. Batterien. Money. Sehr gut. Und Milch. Ganz wichtig, Milch. Okay, ballern wir mal da drauf.